Und ja, die transportieren hier fleißig Holz ab, damit es immer weniger wird. Sehr gut. Und ja, ganz ehrlich, wenn wir da wirklich noch Holz brauchen, gibt es ja hier in unserem Startgebiet noch mehr als genug Wald zu fällen. So, unser Holz hier nimmt langsam Form an. Da oben wird langsam mehr abgebaut. Also die Hälfte scheinen wir schon fast zu haben. Er muss sich jetzt gerade entscheiden, welchen Baum er als nächsten fällen möchte. Den da. Na gut, im Augenblick ist die Arbeitsaufteilung recht okay. Der wird wahrscheinlich runterfallen. Nö, doch nicht. Jetzt wird er aber an den hier in der Ecke nicht mehr rankommen. Ja, genau, mehr Baumstämme für den Schlund. Tschüss. Oh, er hat den hier doch noch erwischen können. Und ja, wie gesagt, alles was runterfällt, ist egal. Solange es keine Brickturns sind, natürlich. Und ja, der Hügel hier ist ziemlich uneben, ey. Ich glaube, den sollte ich nicht versuchen mit Flatten, sondern wieder mit Minenschächten abzutragen. Da müssen halt die Treppen weggemacht werden. So, hier sind sie bald fertig mit den Baumstämmen. Dann versuchen wir mal wirklich Erde drüber zu platzieren. Ja, hier liegt halt wirklich noch eine Menge Holz rum. Der Wald war groß. Und wir haben hier noch so einen großen Wald hier drüben.
Und auch hier ziemliche Wäldchen. Und natürlich den großen Wald hier oben. Ja, wir haben genug Wald. Also können wir noch viel mehr von diesen Konstrukten hier basteln. Oh, da haben sie ein Loch in der Mitte gelassen. Für ihn. Ach, holen Sie jetzt Holz von hier oben. Der Bauch hat wieder ordentlich geglitscht. Also ja, ich muss sagen, der kann sich seinen Weg gut durch das Gebiet bahnen, ey. Das hier wird immer mehr. Gut. Ah, da liegen noch genug Bäumchen für euch rum, die ihr einsacken könnt, also Baumstämme. Da segeln wieder Baumstämme runter. Tschüss. So, das heißt, du kannst bei die beiden noch fällen. Wenn wir das hier abbeißen. So. Das ist aber auch praktisch, wie er den freisten Weg nimmt. Jetzt mal gucken, ob er irgendwie sich einen Weg zu den beiden bahnt. Ob er sich immer auf die Baumstämme stellt, um zu überlegen, wo er als nächstes hin könnte. Oder er kommt einfach wirklich nicht gerade. Nicht rankommt, also beim Bauen helfen. Da kommt das Holz schneller weg. Ah, hier oben liegt nicht so viel Holz. Das meiste ist ja schon runtergefallen oder wurde abtransportiert. Hier liegt halt noch ein ganzer Haufen an Holz rum, aber der wird auch immer weniger.
Und ja, da wären wir wieder bei dem kleinen KI-Problem, nämlich dass nicht überprüft wird, ob ein Bauauftrag schon vergeben ist. Deswegen kommen jetzt hier zig Brickfronts mit Baumstämmen. So, dann gucken wir mal, ob wir da Erde drauf platzieren können. Aber wir machen das noch nicht ganz so groß. Wie kriege ich das kleiner? So. So. Und lass uns runterhängen, dass wir sehen, wie das aussieht. So, da gehen unsere paar Steinvorräte dahin. Erste Mine plane. Ah, aber nicht ganz so weit runter. Erstmal so weit runter. Wobei, bringt ruhig alles. Also ihr findet daraus erstmal. Na, sieht doch ein bisschen komisch aus. Scheint aber soweit zu klappen. So, dann hau du mal bitte das wieder weg. So. Jetzt fertig. Das heißt, wir können noch viel mehr platzieren. Construction Task.
Eigentlich fast bis zum Rand. Können wir platzieren, aufstellen. So, Query-Arbeiter, arbeiten die schon? Bis jetzt merke ich da nicht viel von. Ah, da kommt einer an. Mal sehen, was er machen wird. Ja, er haut sich da durch. Okay. Da werden mehr Bäumchen aufgestellt. Bin eigentlich wirklich noch dazu verleitet, mir ein paar mehr Brickthrones mit Debugger herzuholen. Einfach damit es schneller geht. Ja, und Flug. Da macht wieder Holzabflug. Da wird schön gebaut. Da landet Holz wieder irgendwo im Nirvana. Aber es wird auch immer weniger Holz hier oben rumliegen. Und mehr Holz. Ach, und so wie es aussieht, wenn wir Baumstämme ausgraben, dann zählen die als Holz. Nee, das wollte ich nicht. Wir die ganzen Dinger hier einfach abgebaut haben, vernichtet haben. Sonst haben wir noch mehr Holz.